Guckt euch mal an, wie schön mein Rocket Stove brennt. Das Ganze funktioniert über einen Holzvergaser. Den habe ich zusätzlich in diesen Rocket Stove eingebaut und das funktioniert wirklich unglaublich gut. Man denkt jetzt von wegen, da ist ohne Ende Holz drin. Man sieht, hier unten sind so ein paar kleine Hölzerchen drin und dadurch entsteht so eine Flamme. Entsteht die Flamme permanent so hoch? Nein, sicherlich nicht. Das variiert immer ein bisschen. Das ist so mit einer der höchsten und schönsten Phasen und die habe ich natürlich gefilmt. Wir bauen uns in diesem Video für unseren Rocket Stove einen Holzvergaser und das ist wirklich ganz, ganz einfach und das kann jeder nachmachen. Ganz wichtig zum Anfang, das Ganze kommt von Florian, die Idee. Do-it-yourself-Workshop werde ich hier unter verlinken. Den Kanal, sehr, sehr interessant, gibt es auf YouTube, gibt es auf TikTok, auf Instagram. Und man sieht schon, der hat hier seine Rocket Stove-Bausätze, die der übrigens auch verkauft, hat er hier umgerüstet mit einem Holzvergaser. Und das gleiche Prinzip, ein bisschen anders, werden wir heute nachbauen. Das heißt, ich habe hier jetzt meinen Rocket Stove. Das ist die umgebaute Variante. Der Original Rocket Stove, der hat ja diese Seitenteile nicht. Das heißt, ich habe einfach 80x80 Vierkantrohr genommen, habe mir hier zwei Keile rausgeschnitten. Die sind jeweils 300 mm lang, sind hier unten 40 mm breit und gehen dann hier oben spitz zu. Die habe ich hier seitlich angeschweißt und vorher habe ich hier oben in dem Bereich zwei 8 mm Löcher gebohrt und habe mir hier ein großes Langloch daraus gefertigt. Und dann gehen die Kanäle bis etwas über dieses Langloch. Der Effekt ist jetzt relativ einfach. Bei einem Rocket Stove wird der ganze Bereich hier natürlich unglaublich warm. Und jetzt saugt hier unten die Luft an. Die Luft geht dann in diesem Kanal hoch und wird hier oben dem Prozess wieder zugeführt. Also im Prinzip ein ganz einfaches System. Ich habe die links und rechts einfach angeschweißt, habe das hier komplett verschliffen. Habe das in dem Fall verschliffen, damit es von der Oberfläche so ein bisschen schöner aussieht. Der ganze Rocket Stove, der hat jetzt so einen leichten, ich sag mal, Batman-Style, aber sieht auch jetzt nicht verkehrt aus. Und der Effekt ist dann halt wirklich, dass hier unten die Luft angesogen wird. Ich habe ja hier meine beiden Düsen schon seitlich drin. Da wird die warme Luft dann auch dem Prozess zugeführt und der Hauptteil dann halt hier oben. Ich habe das Ganze mit einem Schraubendreher so ein bisschen aufgeweitet, diese Schlitze, dass es auch wieder so düsenförmig ist. Und ich weiß es nicht, ob es hundertprozentig effektiv ist. Man müsste natürlich verschiedene Varianten bauen. Das ist mal hier ausprobiert, mal da ausprobiert, mal da ausprobiert. Man sieht, es braucht so ein bisschen, bis sich der ganze Rocket Stove richtig erhitzt hat. Und der wird ja teilweise so, dass der unglaublich warm wird in dem Bereich hier. Das braucht so ein bisschen, aber wenn es dann erstmal richtig warm ist, dann schießt hier wirklich eine schöne Flammensäule hoch. Und man hat normal bei dem Rocket Stove, dass die Flammensäule sehr spitz ist und die wird hier deutlich breiter und deutlich höher. Das war so der erste Punkt, den ich da ausprobiert habe und das hatte ich, wie gesagt, bei dem Florian gesehen. Ich hatte mit ihm auch mal geschrieben in Kurzform, ob ich das Ganze, wir stehen also regelmäßig in Kontakt, ob ich das Ganze auch natürlich mal nachmachen kann. Ich würde jetzt nicht irgendwie von wem anders die Idee klauen, verlinkt das hier auch unter. Mir macht das eine Menge Spaß, wenn man diesen Rocket Stoves rumbasteln. Die Effektivität ist natürlich jetzt die Frage. Es gibt viele Leute, die kennen sich mit sowas sehr, sehr gut aus. Da ist die Frage, ob man es lieber hier zuführt, ob man es hier zuführt, was effektiver ist. Ich habe es jetzt einfach aus dem Bauch heraus gemacht und die Flammhöhe ist deutlich höher und deutlich breiter als alles, was ich vorher bei so einem Rocket Stove erlebt habe. Und ich habe da schon eine Menge erlebt. Ich habe jetzt in dem Fall für dieses Video auch wirklich immer nur halb voll das Ganze hier mit Holz gemacht, nicht mehr. Das heißt, wenn man es noch ein bisschen voller macht, kann es theoretisch noch mal höher werden. Es gibt auch Leute, die stopfen dann von hier oben gleich das Holz rein. Da würde man sicherlich auch noch mal höher hinkriegen. Habe ich alles bewusst nicht gemacht, wirklich nur ein bisschen Holz da rein. Wenn ich schon mal am Experimentieren bin, dann habe ich mir gedacht, dann versuchen wir auch mal den Rocket Stove mit Pellets zu betreiben. Dafür habe ich mir diese kleine Vorrichtung hier gebaut. Das ist einfach ein Lochblech. Das Lochblech habe ich auf die Breite des Rocket Stoves zugeschnitten, habe das Ganze dann angepasst, habe es hier unten so ein bisschen gebogen. Das heißt, wenn ich hier den Querschnitt des Rocket Stoves sehe, dann soll es hier so runtergehen und unten rumbiegen, damit die Pellets nicht den ganzen Feuerraum hier zumachen, sondern wirklich nur ein Teil
des Rocket Stoves damit zu ist. Also eine ganz einfache Konstruktion, kann man sich ganz einfach anpassen. So ein Lochblech kriegt man im Baumarkt, das ist relativ teuer. Ich habe mir da mal 500 mal 500 mm auf eBay bestellt und dann schneide ich mir da immer wieder was zu. Das sind, glaube ich, 6 oder 8 mm Bohrungen. Theoretisch könnte man die Bohrung noch ein bisschen erweitern. Es hat noch so ein bisschen Luft gefehlt, aber es hat auch alles andere als schlecht funktioniert. Diese Pellets brauchen immer ein bisschen, bis sie anfangen zu brennen. Aber wenn sie erstmal brennen, schöne, saubere Verbrennung. Hab das Ganze, wie gesagt, alles komplett ausprobiert. Hat mich eigentlich, bin ich nicht so der Fan von Pellets. Das hat mir aber sehr gut gefallen. Wenn der dann warm ist, zieht das hier mit dem Holzvergaser auch wieder unglaublich gut. Gerade diese Düsen hier hoch. Also da kriegt man ein schönes Flammenbild. Dann habe ich natürlich Blödsinn gemacht. Ich habe gedacht, von wegen, wenn das mit den Pellets so gut funktioniert, dann wird der nächste fragen, wie funktioniert das mit einem Feuerrohr? Ich habe das mit dem Feuerrohr ausprobiert. Ich hatte mir dazu auch mal eine Vorrichtung gebaut. Die habe ich hier schnell angeschraubt, habe das Glasrohr rausgeholt, habe es versucht. Ich habe es hier auch nicht vernünftig mit hingekriegt. Also meine Experimente Rocket Stove und Feuerrohr, das ist jetzt einfach am Ende. Weil das Ganze ist so heiß geworden, irgendwann ist das Rohr, dieses schöne Glasrohr, kaputt gegangen. Da habe ich mich tierisch drüber geärgert, also ich werde dazu nichts mehr machen. Wenn mich da einer fragt, von wegen soll er selber ausprobieren, ist dieses Glasrohr, ich glaube, das kostet auch 80 Euro, gestern Abend hier kaputt gegangen, habe ich mich sehr drüber geärgert. Aber wenn man so einen Rocket Stove mit Pellets betreiben will, Pellets bieten auch Vorteile, muss ich wirklich sagen. Es dauert deutlich länger, also wenn man diesen Schacht hier zumacht mit Pellets, also vollfüllt mit Pellets, kann man wirklich eine Viertelstunde mit dem Rocket Stove oder dem Rocket Stove brennen lassen, braucht hier nicht permanent Holz nachlegen, das funktioniert wirklich gut. Also Viertelstunde, 20 Minuten locker, man könnte den Stutzen ja auch noch erweitern, dass es hier noch mehr Vorrat dran ist, also es ist nicht verkehrt. Funktioniert auf jeden Fall, ich wollte es unbedingt mal ausprobieren, wollte das auch in dem Fall dann hier mal teilen, da nicht nochmal ein extra Video zu machen, der Rocket Stove mit Pellets. Nein, wir machen heute der Rocket Stove mit Holzvergaser. Der Holzvergaser, kann ich euch versprechen, ist eine absolut geniale Erweiterung. Wer gerne bastelt, diese beiden Keile. Man kann sich da ganz einfach Vierkantrohr zum Beispiel 40 x 80 bestellen. Das gibt es, glaube ich, auch. Und dann kann man sich da einfach zwei Keile zuschneiden und kann das Ganze hier seitlich anbringen. Also ist wirklich alles andere als ein Hexenwerk. Bisschen ausprobieren, vielleicht kann man das Ganze ein bisschen tiefer setzen, vielleicht noch ein bisschen höher. Ich glaube, höher bringt nichts, aber vielleicht ein bisschen tiefer. Der Florian hatte das ganz tief runtergesetzt. Das hatte ich gedacht, ist sicherlich auch nicht effizient, dass wir hier eine längere, größere Länge haben. Man könnte es vielleicht auf die Höhe setzen. Ich habe auch schon überlegt, ob wir innen Leitbleche einbauen, weil so ist es ja so, die Luft zieht einfach hoch und geht rein in den Prozess. Wenn wir jetzt hier so Schlangen reinbauen würden, dann würde die Luft, hätte einen längeren Weg, würde dadurch noch mehr erwärmt werden und das Ganze wäre dann noch effektiver. Man könnte diesen Kanal auch noch ein bisschen schmaler machen, noch ein bisschen kleiner. Aber ich habe ja hier halt seitlich auch die Düsen. Also da gibt es sicherlich viele Varianten. Das ist sicherlich mal ein erster kleiner Versuch, ein erster Ansatz. Der hat schon sehr, sehr gut funktioniert. Wenn ihr da euch was nachbaut, tolle Ergebnisse habt, dann freue ich mich natürlich immer, wenn das mit mir geteilt wird. Ich teile solche Erkenntnisse dann auch immer gerne weiter. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich immer tierisch über einen Daumen hoch, über eure Erfahrungen mit dem Rocket Stove. Bis dann und viel Spaß beim Schweißen. Den Kanal von Florian verlinke ich natürlich hier unter. Auf der anderen Seite verlinke ich auch den Rocket Stove natürlich als Bausatz. Bis dann, euer Manni.